Hier oben auf dem Berg ist ebenfalls ein Tempel, auch ein buddhistischer, und zwar ein zen-buddhistischer Tempel. Der heißt der Hui Guang Si. Und ich wollte euch einmal einen groben Überblick geben, damit ihr euch vorstellen könnt, wie das in etwa aussieht. Also es gibt diese Wand, kommt nicht bei der Wand rein, sondern etwas rechts davon. Und wir sind jetzt innerhalb der Wand und sehen da das Zeichen Fu für Glück. Und außerhalb der Wand, da ist so eine Terrasse. Man sieht die hier am Rand noch und hier hinten vielleicht auch noch. Das ist außerhalb der Wand. Da kann man dann auf die Landschaft runterschauen, wie ich euch das eben schon mal gezeigt habe. Es sieht auch wieder ähnlich aus. Man sieht ein Tal mit kleinen Bauernhöfen und Feldern. Und außerhalb oder auf der Außenseite der Wand steht Nanu Amitofo. Also Amida, ich suche Zuflucht bei dir. Und jetzt werde ich die Kamera mal bewegen und dann wird es wieder wackeln. Es wird ein bisschen hektisch werden. Ich werde mich jetzt mal mit dem Rücken vor das Fu-Zeichen stellen. Erstmal gehen wir drauf zu. Okay, und komplett Ansicht. Fangen wir mal links an. Oder fangen wir erstmal zentral an. Wir kriegen nicht alles drauf, weil der Abstand nicht groß genug ist. Es gibt hier erstmal links ein Seitengebäude. Und dann gibt es, bevor man die erste Halle betreten kann, die es hier gibt, die ist Maitreya geweiht, und er ist da in seiner dicken und lachenden Form, wie wir Maitreya im Westen ja häufig kennen. Zuerst muss man an den beiden Torwächtern vorbei. Das sind zwei Löwen. Einmal links das Löwenweibchen mit dem Jungen unter dem einen Fuß. Es gibt auch eine kleine Pagode, die scheint aus Bronze zu sein. Die steht da vorne vor. Und auf der rechten Seite sehen wir noch einen Löwen. Das ist dann das männliche Tier. Die Haupthalle, ich zentriere die mal kurz und gehe wenigstens ein bisschen nach oben, damit man das Dach etwas sehen kann. Sieht in etwa so aus. Es ist drinnen verboten zu filmen und zu fotografieren, deswegen müssen wir jetzt hier bleiben. Im Inneren der Halle gibt es einmal als zentrales Heiligtum halt Maitreya, diesen dicken, lachenden Mann. Und es gibt die vier Himmelskönige, die Lokapala. Auf der linken Seite ist der des Nordens und des Westens. Und auf der rechten Seite ist der des Südens und des Ostens. Und die tragen alle verschiedene Gegenstände bei sich. Zum Beispiel der dem Süden zugeordnet ist, hat, glaube ich, so eine Pipa, also so ein Saiteninstrument. Und der dem Westen zugeordnet ist, trägt ein Schwert. Und je nachdem, die haben halt verschiedene Gegenstände bei sich, nach denen sie oder an denen man sie erkennen kann. Jetzt bewege ich die Kamera nochmal. Wir gehen jetzt rechts um die Ecke an der Dame vorbei, die hier unten steht. Einmal direkt auf den Löwen zu und zack, dran vorbei. Die beiden Herrschaften stehen jetzt nämlich vor einem kleinen Seitengebäude. Einmal abstellen. Das ist die Nüsien Dong, also Xian waren oder sind die Heiligen des Daoismus. Das sind so gefiederte alte Herren, die auf den Bergen leben und die unsterblich sind und ähnliches. Und das Interessante ist halt, dass man hier eine Nüsien hat, also eine weibliche Xian, und dass die auch noch unter anderem hier mit in diesem Tempelkomplex, in diesem buddhistischen Tempelkomplex verehrt wird. Auch da drin darf man nicht fotografieren oder filmen, deswegen einmal nur von außen ganz kurz.
Das Witzige an der Sache ist, das ist zwar die, Xianyudong heißt das Ganze, nicht Nüxiandong. Es ist zwar eigentlich ein daoistisches Heiligtum, wird aber hier in einem buddhistischen Tempel mitverehrt. Und das Witzige an der Sache ist, dass man reingehen kann und man findet da eine Skulptur von dieser weiblichen Xian. Und die wird seit der östlichen Hanzeit verehrt. Es gibt aber auch noch weitere Nischen, in denen andere Figuren stehen von verschiedenen, erstmal von einem Buddha. Da drinne wird auch Maitreya verehrt, wenn ich das jetzt richtig gemerkt habe. Und unter anderem verschiedene Bodhisattvas und auch der Begründer der oder einer der Begründer des Zen-Buddhismus, nämlich der Daruma. Und ansonsten finden wir auch Figuren oder Statuen von Xitigaba und eine von einem der vielen Bodhisattvas, dessen Namen ich jetzt wieder vergessen habe, aber ich setze es euch in die Videobeschreibung. Das war jetzt nur der Vorhof und die ersten Gebäude. Wir gehen jetzt einfach mal eine Stufe höher. Nachdem man ein paar weitere Stufen erklommen hat, steht man vor der nächsten Halle. Die ist einem Bodhisattva gewidmet und zwar einem der bekannteren, nämlich Avalokiteshvara. Und hier ist er in einer Kombination seiner vielköpfigen und seiner vielarmigen Formen gezeigt. Also ich habe die Köpfe jetzt nicht gezählt. Also nicht genau gezählt, aber es waren 4 plus 4 mal 3, wenn das, was ich gesehen habe, alles war, was man sehen kann. Und darüber hinaus hat er halt auch noch seine vielen Arme. Also es ist ein riesiger Kranz von Armen, der gleichzeitig auch seinen Nimbus bildet. Und dann hat er noch separate, plastisch ausgearbeitete Arme, in denen er verschiedene Utensilien hält. Auch hier darf man drinnen nicht filmen oder fotografieren. Deswegen gibt es nur einmal das Tor hier zu sehen. Was ganz interessant ist, man kann hier ja auch was opfern, Räucherwerk. Und wir sehen, wo man das Räucherwerk opfern kann. Dann sehen wir hier einmal so ein Behältnis, so wie dieses, wo halt das Räucherwerk hier in der Spirale aufgestellt und angezündet werden kann. Und wir sehen hier hinten aber auch ein Gefäß, eine Gefäßform, die wir kennen, nämlich ein dreifüßiges, bauchiges Gefäß, ein Ding. Das Ding hat sich halt, es gibt ja bei den Bronzen einige Formen, die tauchen auf und verschwinden wieder, aber das Ding ist durch die gesamte chinesische Kulturgeschichte hindurch ein Gefäßtypus von überragender Bedeutung und das findet man immer und überall wieder. Ansonsten, was man jetzt von hier aus nicht so sieht, ist das hinter diesem spiralförmigen Ding hier. Da steht noch ein Tisch und da sind auch so metallene Halterungen drauf, wo man auch nochmal Räucherwerk anbringen kann. Ansonsten gibt es vor der Statue selber meistens noch so Schränkchen oder Tische oder Ablagen, wo man dann Lebensmittel hinstellen und opfern kann. Meistens wird halt Obst hingestellt oder Süßigkeiten oder Kuchen, aber am häufigsten Obst und da sind sehr häufig Äpfel. Die letzte und größte Halle schließlich, die Daxiong Baodian oder der Daxiong Daodian, ist dem historischen Buddha Shakyamuni gewidmet. Er ist das zentrale Objekt der Verehrung innerhalb dieser Halle. Man kommt direkt auf ihn zu, wenn man die Halle betritt. Links von ihm befindet sich noch eine Figur und zwar der Buddha Amitabha
Und rechts von ihm befindet sich ein weiterer Buddha. Ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, welcher. Ich habe die Dame im Inneren des Raumes zwar gefragt, aber ihr Dialekt war so stark, dass ich sie nicht verstanden habe. Des Weiteren an der linken und an der rechten Seite des Innenraumes finden sich noch Statuen oder ja doch Statuen von Arhats, und zwar 18 Stück auf jeder Seite, jeweils 9. Was wir auch sehen, wir erinnern uns ja, wir sind in Sichuan, sind hier vorne Tafeln mit Namen. Und es gab ja hier 2008 das große Erdbeben, bei dem relativ viel Schaden angerichtet wurde in relativ vielen Gebäuden hier in der Gegend, wo auch ziemlich viele Menschen gestorben sind. Unter anderem wurden auch größere Teile dieses Tempels zerstört, und auf diesen Tafeln stehen halt die Namen derer, die etwas gespendet haben zum Wiederaufbau des Tempels. Ansonsten, jetzt gehe ich ein bisschen runter, wenn man den Fußboden auch sieht und so weiter, sehen wir hier wieder so kleine Vorbauten oder Halterungen für allerhand Räucherwerk, das geopfert werden kann. Ganz links im Bild sehen wir jetzt 3 Stangen, die sind auch gerade dabei zu räuchern. Dreh die Kamera mal, jetzt rücken sie etwas ins Zentrum. Ansonsten findet sich hier auf dem Vorplatz kaum etwas. Nur hier sind noch ein paar Blumen, damit das Ganze schöner aussieht. Ja, soweit war es das von mir aus dem Huiguangsi.